So, willkommen zurück zur letzten Bauabschnittstüte der Nummer 4. Ich schmeiß den Krempel hier mal wieder drauf. So viele Teile, wie ihr seht, sind es nicht mehr. Und dann haben wir das quasi schon geschafft. Allerdings geht es direkt mit goldenen Teilen schon weiter. Gut, über die ersten Mankos haben wir gesprochen. Ansonsten, wie gesagt, für das Geld geiles Set auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Diesen kleinen Schönheitsfehler da vorne kann man verschmerzen. Ich denke, man sollte Mold King da eventuell mal kontaktieren. Müsste dann aber auch anders gepackt werden. Das ist ja auch wieder so ein Ding. So, ich will zweimal den weißen hier haben. Warum habe ich den denn nicht? Übrigens bis hierher keine Fehlteile. Also alles schick und alles schön. Der will Transklierteile haben. Okay, auch gut. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist ein bisschen blöd. Übrigens die Transklierteile. Keine Kratzer. Und wir sind wieder beim Gold angekommen. So, dann brauchen wir zweimal Busen. Der ist jetzt runtergeflogen, oder? Ja. Zwei von diesen Satellitenschüsseln hier, die sich so gar nicht schon packen lassen. Das machen wir dann mit einer Pinzette. Habe ich euch auch schon erklärt, warum ich das mache. Mag albern sein, aber egal. Die beiden Stangen brauchen wir dann. So, das heißt, wir nehmen unsere Stangen. Aber ich denke mal, wahrscheinlich mit dem Besprühen, es geht gar nicht anders, weil irgendwo müssen die gepackt werden. Ja, man kann es verkraften, weil dieses Weiß, das Weiß ist, was am Fahrzeug sowieso vorkommt. Von daher. Alles gut soweit. Mein Gott, bleibt doch in meiner Hand. So. Und der hier kommt. Wie soll denn der da rein? Ach so. Ja. Wir sind dumm, oder? Ah, alter Schwede, guckt euch das an hier. Boah. Also, wir nehmen eine Stange. Wir nehmen einen Halter oben dran. Auch wieder unvollständig lackiert. Wir nehmen eine Satellitenschüssel. Wir nehmen einen Transklierstein und zwar einer in rund, basteln den da rein und können dann unser Transklier-Bullauge vorne vorsetzen. Sehr schön, sehr geil. Und das Ganze muss jetzt irgendwo dahin. Ganz kurz gucken, wie hoch das angesetzt werden muss. Alles klar, Herr Kommissar. So, ich brauche den gar nicht so vorsichtig anpacken. Das hält ja alles sehr gut. So, pass auf, dann kommt der eine. Wie tief darf das denn überhaupt bis da unten hin, wa? Tatsächlich. Ich will das sagen. Tell you what. Ich denke mal, dass das untere nicht lackierte Ende sieht da unten sowieso kein Schwein mehr.
So sieht es nämlich besser aus. Ich bin so gut. Oder da kommt eh noch eine Halterung drauf. Man weiß es nicht. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Warte mal, den hier. So weit hier rein. Wie habe ich denn das hier gemacht? Habe ich ihn jetzt da drunter gesetzt? Wie hätten Sie es denn gern? Wie sieht es denn am schönsten aus? Ne, der guckt tatsächlich oben noch ein Stück raus. Dann machen wir das so, wie ich es auf dieser Seite gebaut habe. Das heißt, wir nehmen den hier nochmal raus. Setzen den an Höhe ein. Schon guckt er uns mit schönen Augen an. Augen, Nase, guck mal. Ist das eine schöne Front? Das ist doch hübsch. So, dann können wir unsere Handschuhe jetzt erstmal wieder rausziehen, glaube ich. Dann haben wir jetzt wieder ein paar normale Bauteile, die wir verwenden können. So, genau. Ich hoffe, wir machen diese Tüte jetzt auch komplett fertig. Dann haben wir das soweit durch. So, zwei Einer. Dann haben wir hier noch Steine. Die hier. Zwei Stück. Und dreistufige weiße. Zwei Stück. Zwei Stück natürlich. Und mittendrin meine Zange. Mhm. So. Wir nehmen also das. Wir nehmen das. Das können wir zweimal bauen. Weil es ist links und rechts identisch. So. Das war es jetzt aber auch schon wieder ohne Handschuhe. Wir brauchen jetzt zwei hiervon. Wir brauchen dieses. Wir brauchen zwei davon. Da komme ich echt vor, wir haben Couffeur, wenn die mit diesen Zangen die einzelnen Pralinen anpacken. Und wir brauchen unser Nummernschild. So. Ich schätze, das wird die vordere Stoßstange. Mhm. Die wird wieder schön. Ach so, warte mal. Bin doch dumm. Es muss hier einen noch weiter nach innen. Dann kommt er hier drauf und er hier drauf. Das Nummernschild vorne vor, das ist jetzt ein weißes. Dann kommt das da dran und das da dran. Ah ja, und damit relativiert sich das Ganze. Und ich glaube, ich habe hier nämlich ja dann irgendwo einen Fehler tatsächlich gebaut. Wo kommt denn das überhaupt hin? An das Schwarze oder? Leider nicht sonderlich. Ja, doch, an das Schwarz hier unten. Nee, alles okay. Ich habe zu früh gefreut. So, da kommt sie dran. Schön. Ähm,
Nächster Bauschritt. Da können wir jetzt erstmal wieder. Wir lassen die Handschuhe einfach mal an. So. Wir brauchen eine weiße. Wir brauchen. Was ist das für ein komischer Stein? Okay. Wir brauchen noch eine weiße. Wir brauchen einen Vierer. Und wir brauchen einen von diesen komischen Steinen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, das heißt, die beiden liegen so. Gut, das war jetzt noch ganz okay. Dann brauchen wir einen hiervon. Einen hiervon. Sag euch was, Leute, es wird was. Den und einen mit zwei Häkchen dran. So. Dann haben wir okay. Ach, wisst ihr, was das wird? Das werden die Türen. Das wird eine Tür. So, dann zweimal. Die zweimal. Und den einmal. So, der kommt nämlich jetzt hier oben drauf. Die kommen hier hin. Dann haben wir eine wunderschöne Tür gebaut. Ja, guck mal einer an. Aber es geht hier noch weiter. Wir haben, hier sind noch die goldenen. Hier sind jetzt aber erstmal keine, doch, sind auch goldene Teile mit dabei. Painting zweimal, und zwar jene welche. Ups. Komm hierher, du. Und noch einen davon, zwei. Dann einmal den. Dann haben wir hier noch hiervon eine und hiervon eine. So. Dann haben wir jetzt unsere Tür. So rum liegt sie jetzt. Einmal hier, was da raschelt, ist meine Katze auf ihrem Sitzsack. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ups, du gehörst da nicht rein. Du musst hier rein. So, dann den davor, du hier rein. Das ist jetzt, okay, hier haben wir jetzt auch wieder einen Fail. Es sei denn, ich kann die, nee, die kann ich, an, kann ich andersrum da reindrücken? Wahrscheinlich nicht. Ja, schade. Auch hier leider wieder falsch rum besprüht. Diese Sachen muss ich auf jeden Fall mal, vielleicht mal dokumentieren und mal hinschicken. Denn eigentlich sollten diese Applikationen hier drin jetzt in Gold sein. Das geht nicht, weil sie von außen besprüht sind und andersrum kriegst du die hier nicht rein. Glaube ich jedenfalls. Das wird nicht funktionieren. Ja, das ist dann ein Fail tatsächlich. Schade.
Das wäre anders dann schöner gewesen. So, dann haben wir nochmal einen kleinen Transklierteil. Das sind aber so die einzigen Mängel eigentlich. Das finde ich ein bisschen schade, dass man da eben nicht so offensichtlich nicht so drauf geachtet hat. Wie soll das denn hier gehen? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Da reingreifen? Das ist nicht euer Ernst. Geht doch gar nicht. Ach, da gibt es das andere, guck mal. Ah, so wird ein Schuh draus. Gut. Das soll dann nämlich wohl der Spiegel darstellen. Den Spiegel. Das soll der Spiegel darstellen. Ja, nee, ist klar. Kriegen aber nicht gepackt. Das ist schade. Das hätte noch mal so gut ausgesehen, wenn es wirklich dann Gold gewesen wäre. So, okay. Nicht, das ist, ihr seht das hier, das wäre normalerweise Gold gewesen. So ist es hier auch dargestellt. Aber das ist dann leider, leider, leider falsch rumgelaufen. Gut, bauen wir die zweite Tür fertig. Ansonsten trotzdem ein mega geiles Set. Aber ich wette mit euch, das wäre bei Lego auch passiert. So. Genau. So. Ist ein bisschen schade. Aber gut. Alles in allem. Nee, ich bereue das nicht, dass ich mir den geholt habe. Schon gar nicht für den Preis. Da dürfen Fehler passieren. Es ist nur schade, dass, das Set ist ja schon eine Weile auf dem Markt, dass man dann, dass das noch keiner gemerkt hat. Und die dies gemerkt haben, das offensichtlich nicht an Mod King weitergeleitet haben. Da steht noch einer auf der Uhr bei mir. So ein Mercedes ist das. Der steht auch auf meiner Amazon-Wunschliste. Und den würde ich auch noch bauen wollen. Da ist der Stein, den ich brauche. Der Stein des Anstoßes. Gut, das ist jetzt soweit. Dann machen wir das Ganze hier auch wieder genau andersrum. Dann du da oben drauf, du hier hin, noch eine hier hin. Das sind die langen, ich brauche die kurzen, einen kurzen hier hin und der zweite hier hin. So, drehen wir das Ganze um. Dann haben wir einen beigefarbenen hier unten.
Wir haben beigefarbenen hier. Ja. Dann haben wir leider wieder zwei falsch rumme goldene. Und wir haben Bischof. Es hätte schön ausgesehen. Ich glaube, ich werde Mold King mal anschreiben, ob denen das mal aufgefallen ist bei dem Set, dass da Teile falsch rum bedruckt wurden. So, jetzt kriege ich diese Seiten nicht auseinander, wa? Mit Handschuhen jedenfalls nicht. Haha. Ja, muss ja unbedingt mit Handschuhen bauen. Gut. Dann haben wir hier jetzt das Gleiche. Wir brauchen den, wir brauchen ihn hier. Wir brauchen ihnen. Das Ding passt da rein. Gleich den richtigen erwischt hier, ey, ganz ehrlich. Doch nicht, doch habe ich. Gehst du da mal rein? So, was soll denn der Zirkus? Hier ist eine schöne Satellitenschüssel wieder dran gebaut. So, dann können wir den letzten Rest hier eigentlich auch schon fertig machen, weil wir wissen ja, wie es geht. Dann haben wir das fertig. Irgendwie hat mein Handschuh Kaffee abbekommen. Der sieht so braun aus. Das gehört. So rum da dran, das war schon richtig. Und nach oben, ne? Ja. So. Soweit durch. Sind die beiden Türen fertig? Da ist jetzt erstmal so nichts Goldenes dran. Das heißt, ich kann meine kaffeegetränkten Handschuhe erstmal ausziehen und kann die Tür dann einsetzen. Genauso wie diese. Oder sollen halt nur die Ringe sein, aber schöner wäre es gewesen. Ja. Passt. Alter, ist der schick. Ist der schick. So, Türen sind drin. Dann kommt jetzt die Motorhaube. Wir brauchen zwei graue Einser. Wir brauchen einen beigefarbenen und wir brauchen eine dunkelgraue Platte. So, einmal so. Gold kommt da auch mit Sicherheit wieder rein. Ich würde gerade sagen, da passt was nicht. Nein, passt alles. Na, vielleicht ist es auch so beabsichtigt. Ich weiß es nicht. Weil die Ringe sind ja. Ja, kann auch so gehören. Warum nicht? Sind Lautsprecher, na gut, Lautsprecher wohl kaum, glaube ich, oder? Man weiß nicht. Man weiß es nicht. So, und hier brauchen wir wieder zwei Stück. Eins, zwei. Eins, zwei. Die Dinger dürfen wir dann wieder zusammenfriemeln. Kein Ding, ups, kein Ding geht gut. Na komm rein da. So. Super. Einen so, den anderen so. Dann können wir sie hier vorne zusammenpacken. So ungefähr. So sieht's aus. So, dann brauchen wir einen. Was will er haben? Grau. Einmal hellgrau. Nochmal hellgrau. Und einen dunklen. Sehr schön. Ja. Okay, pass auf. Der
Vampire offensichtlich. Boah, Leute. Wie wollten ihr das haben? Gut. Also den hier hin, den hier hin. Soweit, so schön. Dann die beiden da drauf und den hier. Ist doch ganz einfach. Baust doch einfach, wie es in der Anleitung steht. Unglaublich. So, dann haben wir einmal den und hier jetzt tatsächlich einen Teller in Weiß. Der kommt dann hier hin. Und der kommt hier drauf. So, komische Konstruktion, aber egal. So, dann zweimal in Weiß, 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 Weiß. Hier diese Gitter, ne? Einmal in Beigefarben und zwei in Schwarz. Gibt es die ja nicht. Also in Dunkelgrau. Dunkelgrau hätte man ein bisschen anders machen können, dass man besser vom Schwarzen unterscheiden kann. Aber, also in der Anleitung, im Druck. Aber alles gut. Man kann sehr gut bauen nach dieser Anleitung. Es ist einfach so. So, dann brauchen wir nochmal wieder so ein komisches Ding hier. Einmal, ihr geht hier mal an die Seite. In die andere Hälfte. Da. Das ist auch nur einer, oder? So, unten. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Soll das dann grau sein? Nee, es soll dunkelgrau sein. Ein Zweier und ein Einer. Da darf man sich nicht von irritieren lassen. So, einmal so. Nee. Ach. Na ja. Okay. So kriegt man dann die Schräge hin. So, dann ein Vierer und ein Dreier in Weiß. Der Dreier und der Vierer dann oben drauf, ja. So. Ach ja. Herrliches Auto, man weiß gar nicht, wo man den anpacken soll, vor lauter Gold. So, das ist erstmal das. Wo kommt denn das hin? Nirgendwo. Wird erstmal an die Seite gelegt. Gut, weiter geht's. Jetzt brauchen wir tatsächlich wieder eine goldene Geschichte. Und zwar einmal den und einmal einen solchen. Das heißt, der kommt zweite Noppe. Das heißt, das müsste dann eigentlich so aussehen. Genau, dann 1, 2, 3, 4, 5, einen Zweier, einen von diesen
Langbiestern. Und dann nochmal bitte einen Dreier und einen Einer. Ein Dreier und ein Einer. So. Dann machen wir hier Folgendes. Hier kommen die Dinger erstmal drauf. Dann kommt hier hinten der Einer drauf. Brauchte ich den nicht anfassen, alles gut. Drei. Vier. Das ging dann auch ohne Handschuhe. Und das Ganze kommt hier direkt drauf. So, offensichtlich. Richtig? Richtig. So. Dann kommt die zweite Seite. Da kommt so einer rein. Und das ist jetzt ein schwarzer. Wir bräuchten einen in Grau, falls verfügbar. Da ist er. Und der muss so. Dann brauchen wir hier auch wieder so einen langen. Und hier den letzten der Mohikaner. Gut. Hier haben wir jetzt Folgendes. Der zweite Nuppen kommt hier auch wieder auf den ersten. Dann kommt das Ding offensichtlich so darunter. Oder auch nicht. Ja, der ist jetzt sehr weit geflogen. Da muss ich jetzt mal gucken, wo der hin ist. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Ich suche das Ding wieder und dann geht's weiter. So ein paar Bauschritte sind es noch, bis wir fertig sind. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.